entwerfen in Varianten. Wir wissen jetzt mittlerweile wirklich alle, dass es keine Layer-Steuerung in Revit gibt. Jetzt ist es so, dass ihr sicherlich irgendwann aber verschiedene Varianten innerhalb eines Entwurfes oder innerhalb eines Projektes produzieren müsst. Das können irgendwie kompliziertere Sachen sein, wie verschiedene Fassadenaufteilungen oder auch einfachere Geschichten wie Möblierungsalternativen oder sowas. Wichtig ist aber, ich brauche eine Infrastruktur, um das zu managen, weil normalerweise ist es nicht der richtige Weg zu sagen, ich speichere jetzt meine Datei einfach nochmal unter einem anderen Namen und die heißt dann Variante 2. Dann habe ich irgendwie mehrere Modelle parallel. Das möchte man eigentlich vermeiden in der Regel. Das heißt, ich möchte eigentlich die Varianten alle mitführen im gleichen Modell, um eben auch zwischen den Varianten vergleichen zu können. Die Infrastruktur, die Revit dafür bereitstellt, sind die sogenannten Entwurfsoptionen. Das ist im Prinzip einfach nur eine Art Pseudo-Layer-Struktur, in der ich Varianten dann eben verwalten kann. Wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Ich starte mal wieder mein Projekt neu. So, man stelle sich vor, ich möchte hier dieses Zimmer einfach mal mit unterschiedlichen Möblierungsvarianten bespielen. Das kann ich mit dem Werkzeug Entwurfsoptionen machen. Auf dieses Werkzeug kann ich entweder zugreifen hier über Verwalten, da seht ihr hier das Werkzeug Entwurfsoptionen, oder, wenn ich diese Bubble hier weggeklickt habe, hier unten über diesen Button. Bringt mich exakt zum gleichen Werkzeug. So, das habt ihr eben in der Folie schon gesehen. Das sind alles sehr sperrige Wörter, die hier verwendet werden. Da steht zum Beispiel jetzt, also ich finde schon Entwurfsoptionen, das klingt auch schon so, als ob da jemand wirklich einen Stock im Arsch gehabt hätte beim Übersetzen. Auswahlsatz ist nicht viel besser. Letzten Endes versucht euch das Ganze so vorzustellen. Jeder Auswahlsatz ist ein Aspekt eures Projektes, den ihr in verschiedenen Varianten untersuchen wollt. Das heißt, ich würde mir jetzt einen Auswahlsatz erstellen. Dann klicke ich hier auf den Namen des Auswahlsatzes, umbenennen und nenne den jetzt Möblierungsalternativen. Und in jedem Auswahlsatz können jetzt verschiedene Optionen enthalten sein. Und diese Optionen, das sind dann die eigentlichen Varianten für dieses Thema, was ich gerade untersuche. Und auch da würde ich natürlich das wieder entsprechend umbenennen. Und würde jetzt mal eine Variante machen, die nenne ich Einzelbüro und eine, die nenne ich zum Beispiel Doppelbüro. Ja, man sollte nebenbei auch dann, wenn man eine weitere Variante machen will, auf den Neubutton klicken, das hilft immer. Dann muss man nicht so viel Arbeit doppelt machen. Aber gut, habt ihr das auch mal gesehen, wie man da verkacken kann. Hier hinter diesem Ding steht primär. Da steht deswegen primär, weil in jedem Auswahlsatz muss es eine Variante geben, die standardmäßig in allen Ansichten angezeigt wird. Damit Revit nicht für jede Ansicht nachfragen muss, welche Variante willst du denn gerne sehen. Das heißt, dieses sogenannte Primärobjekt,
Das ist die Variante, die überall angezeigt wird. Es sei denn, dass ich das dann händisch ändere. Wie das geht, das sehen wir gleich. So, aber ich habe hier jetzt im Prinzip diese zwei Varianten und kann jetzt für diese zwei Varianten eben die Möblierung erstellen und mache das Ganze, indem ich hier unten in dieses Pulldown-Menü wechsle. Und da sieht man jetzt Basisvorlage, noch so ein sperriges Wort. Ich mache das mal hier oben, weil da kommt mir diese Bubble nicht ständig in die Quere. Basisvorlage, was heißt Basisvorlage? Basisvorlage ist einfach euer Projekt. Fragt mich nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Das gibt einfach viele komische Wörter in Revit. Dann habe ich hier als nächstes so eine graue Zeile, die ich nicht auswählen kann. Diese grauen Zeilen, das sind immer die jeweiligen Themen, die ich untersuche, also die Auswahlsätze. Und dann darunter auswählbar die verschiedenen Varianten. Wenn ich jetzt innerhalb irgendeiner Variante etwas zeichnen möchte, oder modellieren möchte, sollte ich sagen, dann muss ich erstmal in diese Variante hinein. Also stellt euch die Varianten vor wie so abgeschottete Gruppen, wo ihr erst in die Gruppe hinein müsst, um dann Elemente zu der Gruppe hinzuzufügen. Doppelbüro, dann wollen wir mal loslegen. Ich gehe hier mal auf Bauteil, sage Familie Laden, Möbel, Büro. Ja, Tisch, rechteckig. Wunderbar. Was ist denn das für ein rechteckiger Tisch? So, besser. Setze ich mal hier einen hin und hier einen hin und lade mir nochmal einen Stuhl dazu. Das ist doch wunderschön. Das ist übrigens die Space-Taste, die ich da betätige. Aber das wisst ihr ja, dass ihr mit der Space-Taste die Orientierung von Elementen ändern könnt. So, also das ist mein Doppelbüro. Ich könnte das jetzt natürlich alles noch viel aufwendiger formulieren, aber ich denke, für Demonstrationszwecke ist es so völlig ausreichend. Und jetzt möchte ich noch mal ein Einzelbüro machen. So, und weil dieser Kram hier im Menü verwalten ist, gibt es das eben auch hier unten, damit ich nicht ständig ins Menü verwalten wechseln muss. Und jetzt kann ich hier auf Einzelbüro gehen. Meine Möblierung verschwindet, weil die Möblierung hatte ich ja in Doppelbüro abgelegt. Und jetzt kann ich einfach hier das Ganze noch mal ein bisschen weiter möblieren. So, das ist also mein Einzelbüro. Und damit habe ich meine zwei Varianten erstellt und kann in meine Basisvorlage zurück. Was wird mir angezeigt? Das Doppelbüro, weil das ist mein sogenanntes Primärobjekt, also die Variante, die Möblierungsvariante, die ich bevorzuge. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich bevorzuge aber die andere Variante, kann ich hier in die Entwurfsoptionen hineingehen, auf das Einzelbüro gehen und sagen Primärobjekt erstellen. Noch so ein komische Vokabel. Das macht jetzt diese Variante zu meiner primären Variante. Das heißt, so kann ich wechseln, was ist mein Favorit. Und jetzt wird entsprechend diese Variante standardmäßig angezeigt. Jetzt möchte ich Varianten aber gerne öfter vergleichen, beispielsweise. Also wenn ich jetzt, stellt euch vor, ich hätte wirklich Möblierungsalternativen über den gesamten Grundriss gemacht,
und möchte jetzt meinem Bauherrn einfach zwei unterschiedliche Möblierungsalternativen präsentieren. Dann brauche ich zwei unterschiedliche Grundrisse natürlich. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich die Ebene 0 dupliziere. Dann nenne ich die mal V2. Und die nenne ich V1. Es wird aber immer noch das gleiche Ding in allen Ansichten angezeigt. Wenn ich jetzt aber in meine Überschreibungen gehe, dann seht ihr, es gibt einen neuen Reiter in den Überschreibungen. Den seht ihr nur, wenn ihr mit Entwurfsoptionen arbeitet. Wenn ihr keine Entwurfsoptionen im Modell habt, taucht das hier auch nicht auf. Und für jeden Auswahlsatz werde ich jetzt hier eine Zeile finden. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Aspekte in meinem Modell in Varianten betrachte, werde ich hier auch verschiedene, werde ich hier im Prinzip so eine Liste der einzelnen Themen haben und kann quasi dann zu jedem Thema die Variante aussuchen, die ich gerne hier angezeigt haben möchte. Und in diesem Fall möchte ich jetzt hier quasi die zweite Variante des Doppelbüro anzeigen lassen. Ich sage dann okay. Und kann im Prinzip jetzt zwei Varianten oder auch beliebig viele Varianten in beliebig vielen Grundrissen, Ansichten, Innenraumperspektiven und weiß der Gott noch alles, anzeigen lassen und natürlich auch auf Pläne draufsetzen. Also ich könnte jetzt einfach diese zwei Grundrisse nebeneinander auf einen Plan packen und nebeneinander präsentieren. Und das gilt auch für tabellarische Auswertungen meines Modells. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise zählen möchte, wie viele Tische, wie viele Stühle habe ich in meinem Modell, dann kann ich auch sagen, einmal für Variante 1 bitte durchzählen, einmal für Variante 2 durchzählen. Und kann dementsprechend dann auch wieder unterschiedliche Kostenschätzungen daraus generieren. Das ist im Prinzip so die Art, wie ich mit Varianten arbeite. Ich möchte auch kurz auf ein paar weitere Aspekte hinweisen. Ihr seht, wenn ich hier draufklicke, da wird nichts auswählbar. Das ist, weil Entwurfsoptionen standardmäßig oder die Elemente in Entwurfsoptionen standardmäßig nicht auswählbar sind. Wenn ich beispielsweise jetzt einer bestimmten Entwurfsoption ein Objekt hinzufügen möchte, also wenn ich mich entscheide, diese Wand, die soll in die Entwurfsoption mit rein, weil ich möchte in den Varianten auch betrachten, Öffnungen in diesen Wänden. Dann geht das Ganze folgendermaßen. Ich versuche das erstmal einmal ohne. Gehe hier in meine Variante Einzelbüro rein und sage, hier an der Stelle möchte ich in der Variante Einzelbüro ein Fenster, ein Innenfenster machen. Das setze ich jetzt hier auf die Wand und klicke und bekomme diese Meldung. Die Öffnung in einer Entwurfsoption kann nicht innerhalb eines Elementes einer Basisvorlage eingebettet werden. Alles klar? Okay. Also, das bedeutet, ich kann Türen und Fenster nicht in eine Wand setzen, die nicht selber auch in dieser Entwurfsoption mit enthalten ist. Also diese Wand hier ist einfach in meinem normalen Modell. Die ist nicht Teil dieser Variante und das heißt, ich kann auch kein Fenster in sie reinsetzen. Das heißt, wie kriege ich jetzt diese Wand hier rein? Das geht, indem ich wieder in mein Modell wechsle, die Wand auswähle, hoffe, dass diese Bubble hier mal verschwindet und dann auf diesen Button hier klicke. Damit kann ich nämlich Objekte zu einer bestimmten Variante hinzufügen. Das heißt, ich nehme Sachen aus meinem
Globalmodell und verschiebe sie in eine oder mehrere Varianten. In diesem Fall möchte ich sie in beiden Varianten drin haben, weil ich in beiden Varianten eine Öffnung erstellen möchte. Man kann jetzt sagen, okay, ich könnte auch sagen, bei meinem Doppelbüro existiert die Wand gar nicht, dann hätte ich quasi ein Großraumbüro in der Variante. Und im Einzel, in der Variante Einzelbüro hätte ich dann eben hier so eine Trennwand. Aber das mache ich jetzt gerade mal nicht. Und jetzt kann ich wieder in Einzelbüro beispielsweise, oh, ich werde wahnsinnig, in Einzelbüro wechseln. Ihr seht, die Wand ist aktiv, das heißt, man kann sie bearbeiten und ich könnte jetzt hier einfach ein Fenster an der Stelle machen. Das ist jetzt das Chefbüro, der Chef kann hier durchs Fenster zu den Mitarbeitern reingucken, alles klar. Und bei dem anderen Büro, da ist das so, dass es da eine Verbindungstür geben soll, damit die irgendwie besser mit den Leuten aus dem nächsten Zimmer schnacken können oder so. Das heißt, ich kann jetzt eben auch in diese Wand unterschiedliche Elemente reinsetzen in den unterschiedlichen Varianten und natürlich an unterschiedlichen Stellen.